Hallo und herzlich willkommen bei MK Show. In diesem Video werden wir gemeinsam den Druckwächter, den Sandfilter, Ausdehnungsgefäß, die gesamte Elektroinstallation samt Anschluss, ein Fehlerstromschutzschalter sowie die Montage der zuvor auch schon gebauten Verteilerleitung für die Magnetventile bauen. Die Tiefbrunnenpumpe hatten wir bereits in einem der letzten Videos zusammengebaut und auch installiert. Wer das nochmal sehen will, der kann jetzt oben nochmal auf den Link klicken. Alle Materialien oder auch Werkzeuge, die ich in diesem gesamten Video hier benutze, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal ordentlich aufgeteilt unter den jeweiligen Kapiteln, damit, wenn ihr etwas suchen solltet, es hier unten in der Videobeschreibung schnell finden werdet. Den Druckschalter, den ihr jetzt unten rechts noch im Bild sehen könnt, hatte ich bereits installiert. Das Einzige, was man beim Druckschalter jetzt noch großartig erwähnen müsste, wäre, dass der in der senkrechten Variante installiert werden muss, damit die Funktionalität auch gegeben ist. Wie ihr wisst, installiere ich die gesamte Anlage bei uns im Gartenhaus. Das Gartenhaus ist gut 25 Jahre alt, hatte einige Wasserschäden und ist jetzt von mir jetzt nochmal instand gesetzt worden. Die Bretter in den alten Gartenhäusern sind relativ dünn, deswegen habe ich die Halter hier mit M8 Schlossschrauben befestigt. Bei der Montage der Halter ist es tatsächlich nicht wichtig, welches Werkzeug ihr jetzt unbedingt habt. Ihr könnt einen Ringschlüssel benutzen, einen Maulschlüssel, ihr könnt eine Ratsche benutzen, ja, oder auch eine Pumpenzange. Das ist euch vollkommen überlassen. Der Trick ist aber, vor allem wie in meinem Fall, wo ich jetzt alleine gearbeitet habe, normalerweise müsste jemand auf der Außenseite stehen, der die Schrauben festhält, damit die sich, wenn ihr die anzieht, nicht durchdrehen. Das erledigen die Schlossschrauben für euch. Dieser kleine Vierkant, der unter dem Hut sitzt, der hält sich nämlich dann in dem Holz fest, wird marginal mit in das Holz eingezogen und sichert sich sozusagen damit selber. Den ersten Halter für den Sandfilter haben wir fertig. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das Rohr ein wenig ablängen, damit wir den Sandfilter auch ordentlich installiert bekommen. Beim Sandfilter ist lediglich auf die Fließrichtung zu achten. Der ist oftmals mit Pfeilen eingemarkert, also da könnt ihr, wenn ihr es dann seht, nicht falsch machen. Einen Brunnen habe ich mit dem klassischen Plunscher damals selber erstellt. War natürlich relativ viel Arbeit, aber ich hatte mir das Werkzeug ausgeliehen, weil normalerweise macht man das einmal in seinem Leben, zumindest fürs eigene Grundstück, und dann hat man für viele, viele Jahre Ruhe. Plunschen hatte ich aber dann tatsächlich enormes Glück gehabt. Und zwar haben wir hier auf dem Grundstück sehr sandigen Untergrund, und ihr wisst, oder diejenigen, die das schon mal gemacht haben und selber mit so einem Plunscher gearbeitet haben, die schätzen es dann sehr, wenn man dann einen sandigen Untergrund hat. Da kommt man nämlich gut voran und erreicht nämlich auch hoffentlich dann relativ schnell eine wasserführende Schicht. Gerade aus diesem Grund finde ich es besonders wichtig, dass man, also egal ob jetzt sandig, lehmig, wie auch immer der Untergrund ist, man sollte immer einen Sandfilter mit in seiner Anlage installieren und am besten das sofort nach dem Druckschalter. Angesaugter Sand von der Tiefbrunnenpumpe im Verlauf der Anlage kann zu einigen Problemen führen. Unter anderem setzt sich der Sand auf Gummidichtungen ab, verstopft zum Beispiel die Magnetventile, kann die Tröpfchenbewässerung langsam zuschwemmen und so weiter und so weiter. Deswegen baut immer einen Sandfilter ein, da seid auf Nummer sicher. Als nächstes installieren wir zusammen die beiden etwas längeren Halterungen für das Ausdehnungsgefäß. Ausdehnungsgefäß hier Sinn macht, ist tatsächlich wegen den hohen Drücken, die die Pumpe realisieren kann. Also die Pumpe, die wir jetzt installiert haben, die kann bis zu 5 Bar erzeugen. Das ist relativ hoch, deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich vielleicht noch hingehe und einen Druckminderer installiere. Hier ungefähr in der Mitte. Und das Ausdehnungsgefäß, das muss sowieso zwingend mit einem Teflonband in das T-Stück eingebracht werden. Wenn ihr ein Messing-T-Stück habt oder ein Edelstahl-T-Stück habt, dann wird das in einem normalen Hauswasserwerk, dieses kleine Teilchen, wird mit in dieses T-Stück eingelassen. Das lasse ich jetzt hier weg. Erstens würde das nicht funktionieren, weil die Baumaße von dem T-Stück viel zu groß sind, als würde das jetzt hier vernünftig, ich sage jetzt mal unterhalb oder in der Mitte sogar sitzen. Das würde das überhaupt nicht zum Durchströmen bringen. Und zweitens ist das ja nur eine Gartenbewässerung. Ja, also da wird kein einziger Tropfen Wasser hiervon, wird irgendwie bei uns ins Haus geleitet. Von daher lasse ich das jetzt weg. Ich halte es mal fest, vielleicht mal für eine andere Baustelle, aber nur damit ihr wisst, wie das funktioniert. Das hat hier, gucken, muss ich mal fest. Hier hat das so eine kleine Öffnung. Das Wasser strömt im Prinzip so hier rein, wird dann nach unten gepresst, ins Ausdehnungsgefäß rein, spült das Ausdehnungsgefäß und kommt dann hier oben an der Seite wieder rausgeschossen. So, und das bringt halt, dass keine Legionellen oder möglichst keine Legionellen oder andere
Schadstoffe sich dann da in dem oder Bakterien in dem Ausdehnungsgefäß breit machen können. Ne, das ist eigentlich alles. Gut, das nur zur Erklärung. Wenn ihr das mal installiert, dann, wie gesagt, habt ihr ja das Ausdehnungsgefäß. Oh Gott, mein Arm. Und dann kommt das Teil hier oben so drauf. Ne, nur damit ihr eine Idee davon habt. Aber das lassen wir weg. Wie gesagt, 3/4 Zoll können wir dann schon mit Teflon eingedichtet. Schön locker für lockig können wir das dann hier draufschrauben. Damit ich mit der Verrohrung jetzt erst einmal weitermachen kann, habe ich das Ausdehnungsgefäß mit einem Reststück Rohr erstmal nur in der Schelle befestigt. Auch wenn das Ausdehnungsgefäß jetzt noch kein Wasser innen hat, ist das Ding ziemlich schwer. Deswegen wundert euch jetzt bitte nicht, es hängt jetzt noch nicht in seiner finalen Position, denn ich werde jetzt noch oberhalb von dem Ausdehnungsgefäß den richtigen Halter installieren, damit auch die Schellen und auch das Rohr ein wenig entlastet werden. Es gibt einige Wege, Ausdehnungsgefäße vernünftig zu installieren. Ein Weg wären diese Montageplatten. Die sind wirklich sehr einfach zu installieren, in meinem Fall von der Firma Flamco. Wie auch für die Wandkonsolen können wir für diesen Halter auch die Schlossschrauben benutzen. Die vorgebohrten Löcher von dem Halter waren ein wenig zu klein, deswegen musste ich beide Löcher auch nochmal mit einem Stufenbohrer ein wenig aufbohren. Und was jetzt noch zu beachten ist, dieser Rand, dieser gefalzte Rand von dem Ausdehnungsgefäß, der würde auf den Gewindestangen aufliegen oder auf den Schrauben, wenn ihr so wollt, aufliegen. Deswegen müssen die jetzt noch abgeflext werden. Auf der Oberseite der Montageplatte habt ihr zwei M6 Schrauben. Die müssen vorher ein wenig gelöst werden. Wenn die Falz dann eingeschoben ist, könnt ihr die M6 Schrauben anziehen und das Ausdehnungsgefäß hält. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass ich jetzt nicht jede einzelne Haltekonsole komplett im Video von A bis Z mit aufnehme und durchlaufen lasse. Ab hier werde ich das mal ein wenig für euch beschleunigen, damit wir auch vorankommen. Für den Kleinverteiler, für alle Magnetventile oder auch den Anschluss von einem 1 Zoll Gartenschlauch oder einem 1/2 Zoll Gartenschlauch oder aber auch der Druckluftleitung installiere ich jetzt hier gerade in diesem Abschnitt die Haltekonsolen. Wie ich den Kleinverteiler aus Einzelteilen selber hergestellt habe, das füge ich euch jetzt nochmal oben als Videolink ein. Dann könnt ihr das da nochmal nachschauen, wenn ihr möchtet. Man sagt ja, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Da habe ich leider einen Fehler gemacht. Ich kriege nämlich das Kugelventil nicht richtig auf. Deswegen habe ich den rechten Halter jetzt noch mal ein Stück nach rechts gesetzt, damit ich das Ganze dann auch ausbügeln kann. Damit wir die Tiefbrunnenpumpe mit allem Pipapo auch dann jetzt hier an den Kleinverteiler anschließen können, kommt jetzt hier der letzte Übergang. Das ist ein Übergang 1 Zoll Außengewinde auf DN32, sprich auch 1 Zoll. In dem Video, wo wir den Kleinverteiler zusammengebaut haben, habe ich auch erwähnt, dass diese Art des Kleinverteilers eine gute Möglichkeit bietet, immer Erweiterungen einzubauen. Wie in diesem Fall jetzt hier auch das Manometer, weil ich möchte tatsächlich doch wissen, wie viel Druck immer auf der Anlage anliegt. Damit aber überhaupt mal ein Druck angezeigt werden kann, müssen wir jetzt noch die letzten 2 Meter von der Verrohrung fertig machen. Das mache ich hier gerade. Wo wir Teile des Gartens neu gestaltet haben, habe ich jetzt hier schon in weiser Voraussicht 5 Abgänge für Wasserleitungen überall im Garten verteilt. 4 davon sind für Gartenbewässerung und unsere Bäume auf dem Grundstück gedacht und eine davon ist für unser Hochbeet. Was für den Koch der Spruch ist, das Auge isst mit, so ist das gleich jetzt hier für den Handwerker natürlich auch gemeint. Und zwar habe ich jetzt alle Anschlüsse, die ich jetzt gerade schon genannt hatte, auf die gleiche Höhe gebracht. So.
Das halt nie. Die Strecken zu der Gartenbewässerung ist in DN25 passiert, also 3/4 Zoll. Und diese Anschlüsse, die ich jetzt hier gerade an die Kleinverteiler anschließe, / Magnetventile, die sind noch 32 mm oder DN32, also sprich 1 Zoll. Ich habe also unten als Anschlussmöglichkeiten 5 Kupplungen genommen oder Reduzierkupplungen. Da alles die gleichen Abstände hat, musste ich jetzt nur 5 gleiche Rohre abschneiden und damit ist der Kleinverteiler für die Magnetventile jetzt auch schon fertig und einsatzbereit. Für den elektrischen Anschluss der Magnetventile mache ich aber tatsächlich ein separates Video. Das würde hier den Rahmen sprengen. Aber wie versprochen beginnen wir jetzt mit der Montage der Elektroinstallation für den Druckwächter und auch für die Pumpensteuerung und natürlich auch den Fehlerstromschutzschalter. Bereits vor einigen Monaten hatte ich jetzt oben in der Mitte im Bild zu sehen eine Verteilerdose für den gesamten Stromanschluss gesetzt. Bei den tropischen Temperaturen, die beim Erstellen dieses Video geherrscht haben, ich glaube da waren 37 Grad in dem Gartenhaus, muss ich den Jungs natürlich versprechen, dann auch für Abkühlung zu sorgen. Deswegen hört ihr leider die ganze Zeit dieses Brummen. Das Brummen oder dieses Rauschen, das ist die Filteranlage von dem kleinen Pool, den wir den Jungs aufgestellt haben. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinweghören. Der Aufbau des Elektroanschlusses ist relativ simpel gehalten. Zwar ist das Gartenhaus schon mit einem Fehlerstromschutzschalter von Hager abgesichert, dennoch mache ich es mal doppelt gemoppelt. Ich weiß, es muss nicht unbedingt sein, aber ich habe jetzt nochmal von der Firma Brennstuhl einen Stecker-Fehlerstromschutzschalter genommen. Der wird zum Beispiel benutzt, ja, ich sag mal zum Beispiel für eine Kernbohrmaschine. Der Anschluss von einem solchen Stecker zu einem Schuko-Stecker unterscheidet sich prinzipiell nicht großartig voneinander. Ich muss euch an dieser Stelle aber tatsächlich ins Gewissen reden. Wer sich mit Elektroinstallationen nicht auskennt, wer noch nie so einen Stecker angeschlossen hat, wer sich unsicher ist, lasst einfach die Finger davon, dann ist es wirklich nicht wert. Ihr könnt nicht nur euch damit gefährden, sondern auch andere, womöglich sogar die Kinder, die dann vielleicht mit dem Wasser spielen. Also nochmal den großen Appell, wer sich damit nicht auskennt, Finger weg, holt euch jemanden ran, der sich damit auskennt. Notfalls holt er einfach dann einen Elektriker ins Haus und der wird das Ganze dann auch richtig anschließen können. Die Montage des Steckers ist so gut wie abgeschlossen, war ja auch jetzt wirklich keine große Sache. Und damit können wir uns im nächsten Schritt dann auch an die Montage des Druckwächters begeben. Frei nach dem Motto, wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Die Klipse waren tatsächlich für das Rohr ein wenig zu klein und ich musste mit Hängen und Würgen die Dinger ineinander pressen. Aber letztendlich die Leerrohre sollen ja nur die Kabel schon führen, mehr nicht. Die Funktion eines Druckwächters ist relativ simpel. Um es mal plump zu sagen, er hat einerseits einen minimalen Wert und einen maximalen Wert des Druckes, der kontrolliert wird. Fällt der gemessene Druck unterhalb des minimalen angegebenen Drucks, schaltet er ein und sollte der Druck erreicht sein, der eingestellt wurde, schaltet er wieder aus. Mehr passiert nicht. So, wir sind jetzt hier beim dritten von insgesamt 4 Schritten angelangt. Als erstes Schritt hatten wir ja den FI, den Stecker. Als zweites haben wir den Druckwächter jetzt montiert. Als drittes installieren wir jetzt hier nur die Steuerung der Pumpe. Und im letzten Schritt verbinden wir die Pumpe mit dieser Pumpensteuerung. Und dann ist die Anlage soweit betriebsbereit. Die Pumpensteuerung hat ebenfalls einen An- und Ausknopf an der Seite. Damit ich zur Kontrolle auch mal schnell Gartentür auf und schauen kann, ob alles in Ordnung ist und alles läuft und auch alles leuchtet, installiere ich die Steuerung jetzt hier auf der rechten Seite, weil sozusagen die Eingangstür ebenfalls im Bild gesehen auf der rechten Seite wäre. Die vorkonfektionierten Kabel, die auch mit einem normalen Schuko-Stecker dann einhergingen, habe ich alle ausgewechselt. Erstens waren die zu kurz, zweitens kamen die mir auch ein bisschen pisselig vor. Deswegen habe ich die jetzt alle nochmal durch ordentliche neue Leitungen ersetzt. Was mir ebenfalls nicht gefallen hat, war, dass die meisten Litzenkabel, die auch in dieser Steuerung drin waren, auch nicht mit ordentlichen Ad- und Endhülsen ausgestattet waren. Das habe ich in diesem Zug dann auch direkt korrigiert. Ich habe es mir einfach gemacht und zwar habe ein Restkabel von der Tiefbrunnenpumpe abgeschnitten, wo alle Markierungen ab Werk bereits vermerkt waren.
Das vieradrige Kabel der Tiefbrunnenpumpe könnte ich anhand dieser Schematik ohne weitere Probleme jetzt hier auch anklemmen. Nachdem wir jetzt alles so gut wie fertig angeschlossen haben, oder es ist eigentlich alles so gut wie angeschlossen, können wir jetzt auch den ersten Probelauf der gesamten Anlage starten. Dann mal los. So, Premiere. Es ist eigentlich alles jetzt soweit fertig. Einige Sachen sind jetzt noch rein provisorisch. Was ich jetzt nochmal gemacht habe, waren jetzt alle Übergänge und alle Anschlüsse nochmal eben kontrollieren, mit Hand nochmal nachziehen. Ich habe den Filter jetzt auch nochmal rausgebaut, habe den nochmal kontrolliert, ob auch alle Dichtungen richtig sind, habe den nochmal ausgespült, wenn da eventuell noch irgendwelche Rückstände vom Werk sind. Ja, und jetzt im Prinzip müsste es eigentlich so gehen, dass ich hier den Federstrom-Schutzschalter einstecke. Der dürfte jetzt nicht direkt angehen. Tut er auch nicht. Super, weil jetzt muss ich hier auf die Reset-Taste drücken, weil er sozusagen vom Netz getrennt war. Wenn ich den einschalte, müsste normalerweise direkt der Druckwächter angehen. Und wenn der Druckwächter angeht, müsste er normalerweise sofort den Weg freischalten hier für die Pumpensteuerung. Also müsste dann auch dann direkt hier Action drin passieren. Machen wir mal. 3, 2, 1, los! Oh ja! Super! Ihr seht, also ich habe jetzt hinten die zöllige Leitung, also beziehungsweise den zölligen 20 Meter Gartenschlauch, den habe ich angeschlossen und habe den voll aufgedreht. Und damit jetzt erstmal die erste Luft hier aus der Anlage entweichen kann. Aber ihr seht jetzt schon, also arbeitet ordentlich. Ich bin jetzt schon sehr zufrieden. Gut, jetzt kontrolliere ich die Dichtigkeit jetzt trotzdem nochmal. Kann immer mal sein, dass auch irgendwie was tropft, vor allem bei diesen bescheuerten Teflon-Verbindungen hier. Also wie gesagt, ich kontrolliere jetzt nochmal eben ein paar Sachen und dann sage ich uns gleich. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber der Filter, der arbeitet super. Der soll ja das auch genau machen. Und zwar, jetzt habe ich ja mal gesagt, das ist hier der normale Sandfilter von Gardena, 1 Zoll. Ja, und ich bin echt froh, dass ich den hier eingebaut habe. Wahnsinn. Ich hatte sogar hier noch Platz gelassen für einen zweiten, aber das muss, glaube ich, nicht sein. Man kann hier überall in den ganzen Rillen jetzt schon sehen, weil wir haben hier einen sehr sandigen Untergrund. Und deswegen, also wir hatten noch keine dicken Steine hier unten. Also wir hatten viel Glück, was jetzt hier halt so den Untergrund anbelangt für unseren Brunnen. Also der ist 8 Meter tief insgesamt und davon haben wir 5 Meter Wassersäule. Ist gigantisch. Und die Pumpe, die hängt auf 7 Meter Höhe. Das heißt also, sie ist 1 Meter vom Boden entfernt. Trotzdem werden durch die Schlitze, die ich dann an Kagero reingesägt habe, werden trotzdem immer noch Sandpartikel angezogen. Aber dafür ist das Schätzchen da. Das hält hoffentlich den Sand von der Anlage fern. Ja, und ich bin echt zufrieden. So, die Pumpe läuft weiterhin. Aber ihr seht, ich habe jetzt hier nur ganz schnell so eine Billigschelle drum gezogen, die ich jetzt schnell zur Hand hatte, weil ich wollte das unbedingt noch ausprobieren. Aber ihr könnt hier gut sehen, Moment nochmal, wenn ich hier drum fasse, die Schelle ist auf jeden Fall undicht, zumal normalerweise sollte der ganze Druck durch den zölligen Schlauch abfließen können und trotzdem kommt hier oben noch Wasser raus. Dafür habe ich aber eine Abhilfe. Und zwar gibt es richtig vernünftige Schellen. Wie gesagt, ich verlinke euch alles, was ich gebraucht habe, unten jetzt nochmal drin. Das sind, ich sage jetzt mal, wesentlich bessere Schellen, die man für so einen Einsatzzweck viel besser nutzen kann, wie diese obligatorischen 20 Cent Schellen hier. Die kosten pro Stück, ich meine, 75 Cent oder maximal 1 Euro, sage ich jetzt mal. Ich habe die bei Hornbach gekauft und die haue ich jetzt mal da drum, mal gucken, ob es besser wird. So, jetzt stehen wir hier nochmal an der fast fertigen Anlage. Warum fast? Der Druckluftschlauch ist jetzt noch nicht angeschlossen, weil ich den ja sowieso noch bis ins Haus legen muss. Also das dauert auf jeden Fall noch. Ich habe aber trotz alledem, Irren ist menschlich, ich habe trotzdem hier noch ein Rückschlagventil eingebaut. Bedeutet so viel wie, sollte ich hier mal versehentlich den Kugelhahn offen lassen und das Wasser strömt hier volle Pulle rein, dann fließt das ganze Wasser hoffentlich nicht bis vorne dann in den Kessel, also bis in den Druckbehälter von dem Kompressor. Das wäre
äußerst, äußerst schlecht. Sonst, was wollte ich noch machen? Ja, die Schellen müssen noch angezogen werden. Ich habe jetzt nochmal kontrolliert, es ist bisher alles dicht, außer hier unten der besagte Schlauch. Aber da will, wie gesagt, mache ich jetzt gleich noch hier die ordentliche Schelle drum. Habe auch soweit alles nochmal kontrolliert und bin heilfroh, dass ich jetzt hier überall auch das Teflon ausgetauscht habe durch Hanf. Also sollte das was machen, raut auf jeden Fall die Kunststoffgewinde hier von den Magnetventilen an und hanft es ein. Wer sich mit Teflon besser fühlt oder für den es einfacher ist, kann es natürlich auch mit Teflon versuchen, nur macht da ordentlich viel drum. Vielleicht war ich da zu zaghaft. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Pumpe läuft weiterhin volle Pulle. Ich werde jetzt mal zum Test den Ausfluss hier einfach mal zumachen. Und dann könnt ihr mal hier oben auf die Druckanzeige mal drauf schauen. Ausdehnungsgefäß hat einen maximalen Druckbereich bis 10 Bar. So, jetzt mache ich das einfach mal zu. Ich habe es extra mal schnell gemacht. Der Druckwächter arbeitet schon. Ich nehme euch mal mit. Jetzt müsst ihr gleich ausmachen. Zack. Ja, Leute, perfekt. Ich bin total zufrieden. Oh, ist das schön. Ne? Man muss sich auch mal selber loben können. Okay, Leute. Ja, ein paar Detailaufnahmen werde ich jetzt noch machen. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt auch schon mal so den ersten Einblick für die Anlage. Ich drehe jetzt noch mal eben die Kamera hier oben los. Gehe mit euch jetzt noch einmal hier rum. Ich habe noch nicht so einen Schwabbelarm, deswegen entschuldigt bitte jetzt hier so dieses vielleicht holprige Aufnehmen. Also im Prinzip Pumpe, der Druckwächter, die Steuerung, dann den Schokostecker mit dem FI, dem zusätzlichen, ein Sandfilter, das Ausdehnungsgefäß. Ich habe es dann nur hochgedreht, habe gemerkt, die Funktionalität ist damit etwas besser. Habe dann hier hinten auch den Halter installiert. Als nächstes werde ich dann hier für den gelben zölligen Schlauch, werde ich dann diese beiden Schlauchhalter, die werde ich hier auf Gegenseitigkeit, werde ich die hier installieren. Das nehme ich natürlich auch nochmal auf. Und das ist ja auch schon die Box, die dann dafür da ist, für die Elektrik, für die Ventile. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und das Ganze wird ja auch dann smart gesteuert. Ich habe mir jetzt erstmal überlegt, wir haben 4 Baumbereiche. Also das sind dann so, ich weiß nicht genau, wo es jetzt hingeht. Das muss ich noch nachgucken. Das wird natürlich auch noch vernünftig dann hier überall drauf beschriftet. Sobald wir dann wissen, wo die Baumbereiche sind, ne, nennen wir das dann, weil wir sehen, Baum 1, Baum 2, Baum 3, Baum 4. Und dann haben wir noch für das Hochbeet, sprich fürs Gemüse und was wir alles so mit den Kindern anpflanzen. Also werde ich jetzt hier 2 Steuerungen installieren und die laufen halt auf 24 Volt. Abschließend möchte ich nur noch sagen, dass ich mich auf das nächste Video auch schon besonders freue. Da werden wir gemeinsam die Magnetventile so anschließen, dass man die dann auch über Smart Home steuern kann. Also auch die Intervalle, wann, wie, wo bewässert wird. Ich kann jetzt nur noch sagen, recht herzlichen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, gerne auch ein Abo. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Marco.